Willkommen zurück bei Metallgetriebe Fest. Jetzt machst du das genauso wie Karin, das nervt. Die hat das auch so gemacht bei Teil 3. Mensch, so viel haben wir gemeinsam. Ja. Ja, Metal Gear Solid, Guns of Patriots. So ist es. Und ich glaube, wir haben als letztes in der letzten Folge die Zwischensequenz gesehen mit den ganzen Bossgegnern. Das habe ich euch schon mal gespoilert, dass das die Bossgegner sind, aber das hättet ihr euch wahrscheinlich auch denken können. Und jetzt müssen wir einfach weiter die Straße runtergehen, glaube ich. Richtig, und dann musst du irgendwie die Leute in den Rücken schießen, ohne dass die was bemerken. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Also da rechts müssen wir irgendwie hin. Ja, ins große Gebäude. Habe ich nicht. Ich hatte doch... Ups. Ich brauche meine Betäubungspistole. Natürlich. Toll. Jo. Kennen wir. Ja, dann betäub sie doch einfach. Die werden mich niemals bemerken. Guck, bin getarnt. Mach ein Fass. Oh, hallo, ich hab Feinkontakt mit meinem Kolben in sein Gesicht. In his face. Was ist jetzt mit dem anderen? Der stand daneben, den interessiert's nicht. Nö. Das finde ich gut. Da kommt er. Ja. Na komm. Trau dich. Der wird dich wahrscheinlich um die Ecke schießen. Nein, das kann er doch gar nicht. Mann! Achso, der pennt ja hier nur. Und der steht da unten. Der steht da irgendwie rum einfach nur. Wie viele sind das? Geh durch. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen was verkauft. Ja, Dennis, dann mach mal, ne? Get him. Los, get him. Jetzt hör auf. Machst mich nervös. Okay, dein Stress ist auch schon bei 46%. Du hast 50% HP. Ja, aber ich heile mich ja selber. Noch einmal. Ich hoffe, die Nudeln machen das. Die Nudeln machen das. Du hast keine Nudeln mehr. Ich habe keine Nudeln mehr, aber... Du hast Zigaretten. Ich habe Zigaretten. Und wie die Zigarettenindustrie weiß, Zigaretten sind gut für uns. Selbst wenn ihr... Oh, ein Masterkey. Das ist sowas wie das Masterschwert, damit du weißt, was du meinst. Ja, ich habe irgendwie ein Masterkey eingesammelt. Ich weiß nicht genau, was das war. Masterkey verkauft. Achso, siehst du, kann man direkt erstmal weghauen. Also ist es wahrscheinlich eine Rüstung, also kannst du ja mal gucken, ob das vielleicht einfach nur Bezeichnung einer Waffe war. Warte mal, bei Objekte, Waffen. Ich sehe nirgendwo. Granate, Benzinbombe, Rauch, Magazin, Playboy. Nö. Playboy ist eine Waffe, aber Master Key nicht. Vielleicht Objekt. Bei Objekte? Gucken wir mal. Solid Eye, Ölfass, Zigaretten, Nudeln, bla bla iPod, bla. iPod, Benzin. Tatsächlich, keine Ahnung. Gut. Wir werden es nie erfahren. Ja. Dann wünsche ich mir jetzt bitte vom Spiel, dass der Alarm vorbei ist irgendwann mal. In einer Minute. Naja, guck mal, jetzt geht's ein bisschen schneller. How did this happen? Get him. Not get him. Vorsicht. Trottel. Ja, alle schlafen da in so einem 1-Meter-Radius und da ist eine ganz auffällige Kiste. Ach was, die ist doch nicht auffällig. Die stehen da überall rum im mittleren Osten. Wahrscheinlich mit englischem Aufdruck irgendwie. Oder gibt's ja auch den schönen Öltanker, der in die Arabischen Emirate geliefert worden oder geliefert werden sollte. Und die Bestellung war halt contains oil in English and beneath them, also darunter sollte es dann in Arabisch stehen. Und der Drucker hat es anscheinend falsch verstanden und hat dann contains oil dahinter, die Worte in English und darunter in Arabic. Sehr gut. Ja. Klug, wie immer. Da ist doch nichts, hallo. Ja, vielleicht will er einfach mal da... Los. Einfach mal einen Nutshot. Ich würde... Hallo. Ich darf nicht. Wieso darf ich nicht auf ihn schießen? Okay, ich glaube, einfach mal weiter. Vorgehen. Ich glaube auch, ich glaube, wir können hier einfach mal aggressive Verhandlungstaktiken nutzen. Ja. Bevor das hier ewig so weitergeht. Problem gelöst. Ah, da hinten, der hat auf dem Panzer Maschinengewehr. Oh, und der hat auch Maschinengewehr, aber der kann es nicht mehr so richtig lange nutzen. Das war aber nett, dass er sich noch extra für dich hingeduckt hat, dass er einen Headshot bekommt. Das sehe ich auch so. So, jetzt muss ich eine andere Waffe nehmen. Kannst du nicht die Maschinenpistole einfach umdrehen? Ja, aber dann muss ich ja aus meiner Deckung rausgehen. Oh, oder du wartest einfach auf die 5, die da kommen. Oder so, ja. Grenade! Schmeiß doch! Ja, macht er nicht. Dann halt nicht. Dann ein schweres Maschinengewehr. Wieso kann Heavy Machine Gun! Wieso kann ich... Irgendwie macht er gerade nichts. Tut mir leid. Kann
irgendwie wollte er gerade nicht aus der Deckung rausgehen und wollte auch nicht schießen und wollte nichts machen. Das waren übrigens nochmal die Endgegner, die wir gerade gesehen haben. Stimmt, aber nur sehr kurz. Also in der Todesszene wird immer die letzte Cutscene remixed. Remixed. So total stylisch. Ja, so, apropos total stylisch. Vielleicht versuche ich es mal. Zack mal jetzt nicht richtig hart. Du meinst so wie du immer in jedem Spiel? Ja, so jetzt am besten betäuben von hinten, bevor der sich umdreht und wieder... Schön den Po. Und... Oh Mann, ey, komm. Jetzt! Schlaf halt mal ein. Kommen da jetzt noch mehr? Ja. Vor allem, wer sagt das, wenn die beiden pennen? Weiß ich nicht. Ach komm! Mhm. Ja, aber das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ja, neben den ganzen Cyborgs und bionischen T-Rex, die da rumlaufen, ergibt das wirklich wenig Sinn, denn da hast du komplett recht. Alles andere ist sehr viel vernünftiger. Los, einfach mal schön an den Kopf treten. Jo. Und der schafft es, weißt du, mit einem Tritt beide wach zu machen. Das ist halt ein ganz speziell gut im Treten. Ja. Das ist so ein Chuck Norris Gedächtnistritt. Mhm. Roundhouse. What? Was war? Der, wo, jetzt sucht er da hinten, aber weh, ihr sucht hier vorne. Hier vorne ist nämlich nichts. Hier steht nur völlig hingeschlunzt hier irgendwie eine Kiste an der Ecke. So, oh, guck mal, so richtig für die Kiste interessiert sich keiner. Das finde ich ganz angenehm. Dennis, hast du nicht gelernt, dass du sowas nicht laut sagen solltest? Das stimmt, du hast recht. Ich erwarte jetzt eigentlich einen Panzer von links. Panzer, der dich hier durch die Wand bricht und dich erstmal schön überfährt. Surprise! Wie sie auch in alle Richtungen decken, ja? Mhm. Echte Militärtaktiken. Der eine deckt Richtung Wand und dann plötzlich ist ihnen das alles egal. Das finde ich am allerbesten. Guck mal, der Loser kommt noch nach. Ja. Solange er sich nicht einscheißt. Ja, bleib ruhig da stehen, Junge. Da bist du genau richtig aufgestellt. Ja, da kannst du die Kiste richtig gut sehen, wenn wir da rauskommen. Ja, jetzt geh noch 3 Meter weiter. Nein, wird er nicht. Das ist seine Position. Er wartet nur noch auf den anderen. Toll, was mach ich jetzt? Oh, probier's mal. Auf den anderen warten. Oh, guck mal, jetzt. Jetzt steht er noch besser. Oh, ich dreh am Rad. Na, guck mal, der eine bewegt sich jetzt schon. Vielleicht kommt der andere mit. Ja, er zieht ihn mit. Ja, das hat's gebracht. Das ist auf jeden Fall schon eine bessere Position. Ich würde jetzt ganz vorsichtig... Fangen wir nochmal von vorne an, ja, oder? Auf die Köpfe zielen. Ja. Ein Schuss, ein Treffer. Es ist nur nicht so einfach, wenn sie sich bewegen. Bleib stehen. Bleib stehen. Toll, Snake, toll! Nee, brillant. Schnell. Mann! Aber der konnte nicht schießen, das heißt normalerweise... Und der konnte auch nicht das HQ rufen. Also das Hauptquartier. Dann jetzt würde ich noch den hinten anschießen. Achso, willst du die von ihrem Flug befreien? Ja. Hast du die jetzt aufgeweckt? Naja, er benutzt das Messer ja nicht. Du sollst sie nicht teabaggen. Jetzt. Okay. Gott. Ich glaube, das ist nicht, wie man ein Betäubungsmesser benutzt. Doch, doch, ich weiß, wie man ein Betäubungsmesser benutzt. Ach schade, wir haben jetzt immer noch keinen Masterkey bekommen, ne? Nee. Ist da nicht links einer gewesen? Nee. Nö. Aber wir können tatsächlich mal auf die Karte gucken, ob wir dieses... Yay, Rabatt! Immer noch Rabatt. Wir können das Maschinengewehr, glaube ich, ein bisschen umgehen, indem wir durch die Gasse da links gehen. Weil das steht jetzt hier rechts auf der Straße, auf der rechten Seite. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da... Die Frage ist bloß, wie du da überhaupt reinkommst, ne? Wieso? Da geht's doch einfach lang. Nee, ich meinte in das Zielgebäude. Das ist ja auch umrahmt gewesen. Ja, gut. Das sehen wir, wenn es soweit ist, würde ich mal sagen. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwie... Da hinten so geradezu ist irgendjemand. Ja, aber man kann leider nicht sehen, ob oben jemand ist. Nee, das stimmt. Das zählt leider nur für einen. Das werden wir nur durch das Ausrufezeichen gleich bemerkt. Hallo. Ist ja wohl Quatsch. Keine Ausrufezeichen. Was ist das da? Da ist einer. Ja, sag ich ja. Durchs Ausrufezeichen. Nein! As I told you. Halt die Klappe. Und vor allem, was ist das rechts gewesen? Dieser was war rechts? Nee, ich hab gedacht, dass das ein Ventilator war am Boden. Rechts von dir. Ach, Quatsch. Da
Tester. Das hat sich immer so komisch bewegt, aber es ist nur Licht. Das ist beeindruckendes Last-Gen-Licht. Ja. Das sieht so ein bisschen komisch aus. So, kommt da jetzt... Hier wo versteckt er sich? Niemand ist hier irgendwo. Die ist von alleine eingeschlafen, der Typ. Macht euch keine Sorgen, hier ist es. Es kommt auch niemand hoch und tritt ihn mal so richtig schön am Kopf, ne? Aber es ist schon für dich sehr, sehr aufregend, denn Stress steigt schon. Stress steigt, ja. In deinem Alter muss man da aufpassen. Nicht, hä, jetzt sind sie schon wieder vorsichtig? Ach, was weiß ich nicht. Kurz hier gucken, ob hier noch was ist. Da um die Ecke, da liegt da noch was, oder? Nee, oder nee. Das ist nur der Boden. Das ist nur klassisches Next-Gen-Licht. Last-Gen. Ich verbitte mir, das als Next-Gen zu zeigen. Oh, da hinter dir ist einer. Hinter mir ist einer. Jetzt mach doch mal dein Betäubungsmesser und betäube ihn für immer. Ich betäube ihn mal, ja. Kinder, der schläft nur. Der Onkel schläft nur und aus ihm kommt Marmelade raus. Marmelade. Lecker. So, da würde ich jetzt nicht runterspringen, dann kriegst du nämlich richtig ins Gesicht. Weil da unten Leute sind? Wahrscheinlich. Meinst du, der MK2 kann da mal runterfahren und gucken? Nee. Aber du könntest mit deinem soliden Auge wahrscheinlich gucken. Der kann ja wirklich nicht runterfahren. Ja, natürlich nicht. Hallo, hätte doch sein können. So. Welche war nochmal normal Nacht? Also hinter dir liegt einer. Ja, hinter mir liegt aber einer. Aber du hast keine Wärmesicht, ne? Ich hab oben. Nee, ist Fernrohr, klar. Nee, Wärmesicht habe ich noch nicht oder ich krieg sie auch nie. Also, theoretisch müsste ja hier auch noch das X belegt werden. Könnte belegt werden. Na gut, okay. Ich probier's jetzt mal. Ja, Geronimo! Leroy Jenkins. Weißt du, wer Geronimo war? Geronimo Röder ist eine ganz fantastische Figur aus einer Gleicherziehungsstelle. aus einem Pen and Paper Spiel. Nee, wer war der? Der nie was anzieht. Geronimo Röder zieht was an. Schmorf zieht nichts an. Du verwirrst die Leute. Ja. Ja, wer war denn Geronimo? Geronimo war ein Indianer. Oh, da sind Fußspuren rechts. Da draußen sind ja auch Leute. Macht ja Sinn, dass da Fußspuren sind. Ja. Und da ist irgendwas am Boden, eine Ration. Ja. Geronimo war ein Indianerhäuptling, der die Konföderierten immer sehr beeindruckt, nicht Konföderierten, aber die Kolonialisten damit beeindruckt hat, dass er immer Kamikaze-Angriffe. Und er hat immer seinen Namen gerufen. Ja, so ähnlich. Also sie haben ihn dann einfach Geronimo genannt, nachdem er dann gefangen wurde. Ein schön einamerikanisierter Name. Ja. Also wie weiß man denn, wie der wirklich hieß? Also ich weiß nicht. Vielleicht hieß er ja Frank oder so. Dann okay. Sagen wir ab jetzt immer Frank. Warum willst du nach da? Du musst doch raus. Ich wollte nur mal gucken, was hier ist. Gegner. Hier sind keine Gegner. Hier ist Zeug. Rauchgranate. Ja, naja, ist doch wohl sinnvoll, die mitzunehmen oder einfach nicht. Genau. So, jetzt wollen wir hier raus. Ja, wollen wir vielleicht die Fernsicht ausmachen? Danke. Ja. Ja, ja, du wieder. Ja, ja, heißt, du hast mich ganz doll lieb, ne? Genau, das heißt es. So. Geradezu im Endeffekt. Geradezu. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Genau. Und wie viele Gegner da auf uns lauern? Wahrscheinlich nicht so wenige. Erstmal gucken, ob ich von hier... Ah. Da war einer. Und wenn ich einfach durchrenne, würde ich einfach mal sagen. Ja, ich versuch's noch eine Minute lang. Ja, ich meine, wenn der dich jetzt gesehen hätte. Hat er aber nicht. Der wird mich auch niemals sehen, der Typ. Ich nehme mal das Betäubungsmesser. Es ist immer auf. Oh, hat das geklappt? Sehr gut, finde ich. Ja. Sehr gut. Man muss es halt auch nur richtig machen, ne? Ja. So, ich nehme den mal mit. Der muss ja hier nicht liegen. Und die Blutlache? Ja, das ist. Erdbeergelee, Entschuldigung. Das ist ein Kriegsgebiet. Was denkst du denn? Natürlich liegt da. Was ist da rausgefallen? Irgendwas, Munition, glaube ich, oder so. Warte mal, ich hatte doch vorhin einen Schalldämpfer. Ja, aber den müsstest du kaufen. Ah ja, also, und das kostet Geld, ne? Ja. Und ich mag ja kein Geld. Also du magst schon Geld, du kriegst es sogar, wenn du einfach nur über Waffen läufst. Ich speichere mal kurz, weil ich nicht weiß, wo der letzte Speicherpunkt war. War das und nicht hier so, dass es immer nur gespeichert wird? Nee, nicht Gebiet, aber er speichert immer an bestimmten Speicherpunkten. Also er speichert nicht selber, ich muss speichern. So ein komisches Mittelding. Aber Status seit dem letzten Kontrollpunkt gespeichert. Ja, genau. So, dann gucken wir mal weiter. Da rechts ist jetzt keiner. Links. Ich gehe mal hier außen lang, so ein bisschen hinter der Deckung. Da ist auch nämlich gleich in der Wand ein Tor.
dass man da so, ne? Kann. Das ist die Frage, ob ich da durch muss. Das wäre auf jeden Fall einfacher. Also das, ja. Dahinter ist ein Tor, wo du eh dann hin kannst. Gut, dann werde ich mal hier durchkriechen. Oh, unter dem LKW liegt was und im LKW ist bestimmt auch noch was drin. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Ja, guck mal, das ist nur Deko. Ja. Also da ist irgendwie ein Fahrzeug oder ein Roboter drin. Aber das ist keine Mine, oder? Na gut, im Zweifelsfall ist ja egal. Wenn ich drüber krieche, dann nehme ich es ja auf. Ich kann ja auch das Solid einmal anmachen. Der sagt uns ja, was ist Kompressor. Ah. So, da vorne ist ein Knilch. Du kannst in diesem Modus nicht schießen, ne? Sonst würdest du einfach mal einen Knöchel reinballern. Ich glaube nicht, aber es dauert ja auch ewig, bis der dann umfällt. Wenn ich den in den Fuß schieße. Mal abgesehen davon, jetzt ist er auch weg. Ja, die Frage links, ist links. Ich denke mal nach links gelaufen, oder? Nee, nach rechts. Ich guck mal, ob ich. Doch, es geht. Wenn ich ein bisschen. In die Klöten. Oder so. Ja. Alternativ auch so. Das waren die Klöten, weil er ein Sackgesicht war. Ach so, wie bei Men in Black. Ja. Ich habe ihn nochmal betäubt, damit er da noch ein bisschen, ja, ne, und so weiter. So. Hoffen wir bloß, dass da nicht noch eine zweite Wache ist und die ihn sieht. Soll ich den noch wegschleppen? Nö. Ich wollte schon sagen, das dauert ja ewig. Ach so, der hat noch was fallen lassen. Ein Sturmgewehr kriegen wir noch 1050 Punkte für. Nee, nicht ganz so viel. Mal 0,2. Ach so, schade. Ja, macht es quasi nur auf 210. What? Wer war das? Renn rum. Keiner. Alles gut. Glaubst du nicht, dass der Karton funktioniert? Nee, ich glaube aber, dass das genauso funktioniert wie eben mit dem Messer. Ach so. Karton weg, Totmessern. Außerdem hat er mich da hinten das letzte Mal gesehen. Hä? Hier war doch eben noch einer. Bei neueren Spielen hat man ja meistens dann so eine weiße Silhouette oder so, wo man das letzte Mal gesehen hat. Niemand hier. Das war einfach ein Geist, den ich gesehen habe. Dafür ist der Mittlere Osten bekannt. Ja, naja, Gespenster. Ja. 1001 Nacht. Oh ja, Aldi muss ja jetzt einen Tee aus seinem Sortiment nehmen. Da krieg ich nicht mehr. Wieso weil, das? Weil bei der Mischung 1001 Nacht... Das ging den Pegida-Anhängern gegen den Strich? Deswegen, den nicht, so, dem Islam ging es gegen den Strich, weil auf 1001 Nacht war eine Moschee abgebildet. Das ist schon sehr rassistisch, man 1001 Nacht eine fiktive Geschichte mit religiösen Symbolen versieht. Was? Ja. Das sind aber auch dieselben Leute, die sich darüber beschwert haben, beschwert haben, dass bei Lego Jabbas Palast aussieht wie eine Moschee. Jo. But hurt. Hey du. Gut. Wie war das? Ich muss sie ja noch letztendlich richtig betäuben. Ja. Damit wir nachher keine Probleme haben. Zack. In den Puppe betäubt. Hoffen wir einfach, dass da keiner ist. Da ist keiner. Wir können ja mal auch mal kurz stehen bleiben. Hinter mir ist der. Ist noch irgendwie jemand, aber. Der ist aber so weit weg. Ja. Ich glaube auch. Oh, was denn jetzt? War es der von hinter dir? Der so weit weg ist? Würde ich ja lassen. Aber wo. Hä? Hä? Okay. Hat er eine Leitwaffe? Ja, tut mir leid, habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Ja, der kann schneller sein Messer ziehen, als ich schon in der Hand habe, oder was? Ja, der zieht einfach von. Ach, von oben. Oh Mann! Der gibt mir alle auf den Sack. War oben auch noch ein Wachturm, weil da eben Schuss kam? Mag sein. Wird jetzt halt wieder geballert. Ja. Yeah. Ganz klassisch. Ja, da oben jetzt? Ja. Ja, dann hat der mich gesehen. Mann, ich war so gut! Ja, Dennis rennt einfach durch. Vielleicht kommt da wieder eine Zwischensequenz und dann. Die rettende Cutscene? Ja. Also das Fieder. Granate! Granate! Master Key, Waffe erworben. Ein spezielles Teil für die M4. Blablabla. Bla, bla. Ach, hier, guck mal, da ist eine Schrotflinte unten dran. Deswegen auch Master Key, weil sie natürlich alles öffnen kann. Türen und so weiter. So. Hast du keine Nudeln mehr? Ich habe keine Nudeln mehr. Dann benutze ich jetzt Rationen. Wofür sind Kompress nochmal da? Keine Ahnung. Rettende Cutscene. Möglicherweise. Möglicherweise auch nur ein weiteres Gebiet voller Gegner. Aber dann wird es trotzdem resettet. So, bevor wir das jetzt starten,
machen wir eine Pause, weil die Folge schon wieder ziemlich lang ist. Boah, was für ein Cliffhanger. Naja, und meisterhaft, Dennis. Aber ich kenne ja die Cutscenes bei diesem Spiel. Also wenn das jetzt eine 20-Minuten-Cutscene ist, dann ist die Folge eine Dreiviertelstunde. Das muss nicht sein. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.